Guten Tag, ihr Leid. Wir gehen weiter Signalsuche. Es muss doch irgendwo Sinn hinter dem. Ja, ich glaube, da komme ich nicht hinter dran, glaube ich. Da muss ich irgendwie Stickel drum herum gehen. Ich gehe mal davon aus. Ja. So. Weiter links oder so. Ja. Okay. Hey, jetzt. Ja, also ich kann mal ein bisschen erklären. Wir haben gerade im Brian sei. Ach, guck mal da. Oh. I've got a dead okay, das ist einfach nur ein toter Hirsch. Good. Okay. You think it got wise to ja, a government program? Aber hier, jetzt pass auf. This elk is wearing a tracking das ist ein Ortungshalsband. Genau sowas, wie wir in Waipiti Station gefunden haben. Ne? Also, die Hand vielleicht, ne? Löschen sie doch maybe nur. They were doing exactly what they said they were. Delilah. Die Frage ist dann aber halt, wo kommt der Ordner hier? They could be. So, also wir waren in Waipiti Station. Ja, ich habe ja gedacht, dass das einfach nur Beobachtung von der Tierwelt oder was weiß ich was ist. Aber woher kommt dann der Ordner? Woher kommt das Ding, wo drin steht, dass sie uns beobachtet haben? Uns mit Namen und allem. Und wo er drauf steht, Charakter leicht beeinflussbar und was weiß ich was. Also, was macht es dann da, wenn sie... Die werden jetzt nicht die Hirsche auf uns angesetzt haben irgendwie, oder? Keine Ahnung. So, was ich vorhin sagen wollte, mir kommen gerade vom kleinen Versteck, wo sich der Brian... Hä? Ach so, ja, das ist der Hirsch. So, wir kommen gerade von dem kleinen Versteck, wo sich der Brian gebaut hat. Es ist der Sohn vom Ned. Die waren mal, vor 2-3 Jahren waren sie hier und haben Urlaub gemacht, also Camping irgendwie sowas. Oder eigentlich waren sie, glaube ich, Firewatch-Gedönse machen. Und eigentlich darfst du das so nicht mitnehmen, aber ne, Delilah hat ja nichts gesagt, also wie es dann rausgeredet hat so. Und ja, die sind dann irgendwann halt wieder einfach gefahren und waren wieder weg. So, und Brian hat sich wohl... Guck mal, oben Kids Hideout, da kommen wir ja her, hat sich so ein kleines Versteck gebaut und haben da halt rausgefunden, dass der Vater immer gesagt hat, komm, wir gehen klettern, welches so, und er mag Klettern nicht. Und deswegen hat er die, wenn ihr kennt, einfach die letzte Folge gucken, da wird ja alles erklärt. So. Also, was wir jetzt halt machen wollen, wir haben ja jetzt diese Hoge da gefunden, in der letzten Folge von Brian, die er extra versteckelt hat, damit er nämlich klettern muss, weil er das hasst wie die Pest. Mit der Hake können wir in der Höhle, wo wir drin waren, können wir weiter nach unten gehen. Da waren so Felsen mit so einer Schlitz drin, so, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das? Genau, das ist so der Verdom, die Hake da zu setzen. So. Those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Ja! Nobody did. Jawohl! They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. ne? Was soll man da dazu sagen? Erstmal voll geil. Dann haben wir das schon mal weg. Ne? Funkgerät. So. Ja. Puh. Das ist nochmal gut gegangen. We've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. Ja, definitiv. Ne? So, also das hatte mal. Es war ja kurzzeitig so, ey, die Mädels sind verschwunden und ja, wo sind die hin? Weißt du? Und dann, ey, nicht, dass man irgendwie. Was angehängt kriege oder sowas. Weil ich halt vielleicht der Letzte war, der mit mir geredet hat oder so. Ja, aber okay, sie sind woanders da aufgetaucht und haben sich doch genauso scheiße verhalten wie hier. Ey, echt jetzt. Kloppte Mädels. Okay, sie sind in den Knast gekommen. Ja, du gehörst nach hier, ne? Viel hast gerade recht. So, wir sind jetzt immer noch... das ist, nee, was ist das denn? Sonnenlicht. Oh! Wo bist du? In mein Sonnenlicht. Ja. Der Schnupf ist besser so. Also eigentlich will ich schon zurück in die Höhle, aber irgendwie, ich hab natürlich jetzt,
naja, komm, ich laufe mal einfach den Weg entlang. Der war halt irgendwo in der Nähe von deine Stromleitungen da, weißt du? Telefonleitungen war es, die Mädels noch gekappt haben, die Deppe. So, also wir sind vom Hideout, wir müssen irgendwo da unten sein, ne? Wir müssen aber eigentlich einfach nur den Weg runter gehen und dann kommen wir ja irgendwie an die Höhle oder so. Naja, wir gehen jetzt mal deine Weg. Gut ist. So. Hauptsache mal nach Süde, 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 immer im Berg entlang. Ey, es ist hier aber. Ne? So. Ups, drüber, Junge. Oh, schöner Weg. Der ist doch quasi wie gemacht zum Drüberlatschen. Guck mal da. Das ist der Höhleingang. Jawohl, warte mal. 303, jetzt haben wir die Karte her. Wo sind wir? Da. Cave. Cage 303, ja. Das ist der normale Ingang. Wir haben ja den Schlüssel da, ne? Und so, jetzt hat. Also. Nehmen mit. Schon mal richtig dunkel hier drin. Ist so fast wie in einer Höhle hier. So. So, kommen wir zurück an mein Türmchen. Alles klar. So. Schlüssel benutzen, bitte. Ja, und diesmal. So. Schlüssel abgezogen. Jawohl. Ruf damit. So. Und diesmal kann er mich gerade entsperren, wie er will. Ist mir gerade scheißegal. Nämlich so. So. Also hier, der gespaltene Fels. Jawohl. Danke, Brian. Aber wenn du es nicht brauchen kannst, ich bin gerade richtig froh drum. Kann ich nämlich mal hinübergehen. Und mal gucken, was in der Höhle da ist und warum. Hier Schlüssel kriegt hat die Höhle. Aha. So. Junge. Alter. Die Wurzel da überall. Krass. Ja. Okay. Also das müssen schon. Das müssen ordentlich starke Wurzel sind. Ich meine, es ist nur Schlenz. Dann die da. Okay. Noch mehr. Die halt durchs Gestein durchgehen, weißt du? Ist schon krass. So. Aha, ja, nö. Eigentlich hell genug, ja, aber. Boah. Machen wir besser wieder. So. Und hüpp. Alles klar. Ist da hin? Oh, ein Grafikfehler, den haben wir nicht gesehen. Ihr auch nicht. Das ist alles super. So, ich. Also, das sieht muss sehr denn nur aus, als müsste man da nun noch springen. Eben. Weiter Sprung runter. Okay, du kannst hier kleiner Sprung oder großer Sprung machen. Das ist. Okay. Ja, okay, also weiter lieber geht's nimmer. Also. Guck mal, hupsumu. Oh, nee. Ja, Junge, ich will doch einfach nicht hingucken, weil, ey, ne? Ich habe ja mit dem ganzen Let's Play-Gedönse da angefangen auf YouTube, weil ich halt das Bein gebrochen habe. Und habe halt nur auf der Couch rumgelegt, konnte nichts machen. Und jedes Mal, wenn ich. Du Scheiße. Wenn ich sie, wie der da runterhupst, ne? Ey, ich denke halt immer, alter Schwede, brech da bloß nicht die Knöchel, weil. Ah, das sieht halt schon aus. Das ist. Jetzt sind wir halt wirklich ziemlich ohne, ne? Okay. Wir kommen noch hoch, kommen wir noch. Alles klar, weiter runter. Irgendwas muss da ohne sehen. Irgendwas. Oh, da hinten leid was. Was ist das? Ah, shit. Aber echt. Oh, Gott. Oh, nee, hopp. Das ist er. Das ist der Schuh, wo wir vorhin gesehen haben. Oh. You fell. Your stuff gave out. You poor fucking kid. Der ist. Oh, ausgerechnet noch beim Klettern, weißt du?
wahrscheinlich nicht gescheit Fisch gemacht hat oder was, aber. Oh, was? Hey, Scheiße, hey. Okay, dann ist er. Na, Delilah hat ja gesagt, die sind halt irgendwann einfach abgehauen und sind fortgefahren, nichts mehr auf den Schere gelassen, also sind einfach zurückgefahren, sowas. Ja, scheinbar nett. Ja, aber leid. Der nett vielleicht Ado, also sein Vater. Sind sie beide abgestürzt? Okay, ich muss mit Delilah reden, ich muss sie halt sagen. Aber hier in der Höhle habe ich keinen Empfang. Ich. Schwede. Ja, er hat das Klettern eh immer gehasst, welche? Wahrscheinlich der Hage nicht gescheit hingehauen, aber warum ist er dann alle. Klettergang hab ich nicht. Wo ist er wahrscheinlich runter, ja? Der Leid, ne? Ja, was hat die Leila gesagt? Zwar vor 2 oder 3 Jahren oder so, ja. Ja, was. Wo ist sein Vater? Hopp, ich muss raus. Ich muss zu der Leila, ich muss da. Oh, Scheiße, Mann. Die Leila hat denn das so gemocht, hey, Uff. Ja, muss das halt sagen. Ich verstehe halt. Nicht ganz. Also ja, warte. Moment. Waren sie vielleicht wieder zusammen klettern? Also der Vater hat wieder gesagt, komm, wir gehen klettern und er ist abgestürzt und der Vater war dabei und konnten in der Berge oder so? Ja, aber. Der. Also. Hey, sorry, aber. Oh Mann. Hat mich jetzt doch. Nett ist halt. Ach, tut mir leid. Ja, vielleicht du runtergeklettert sind? Also von do, deine Weg du entlang und dann. Er hat halt eine Hoge dabei gehabt, ne? Und es hat gestanden, beschädigte Ausrichtung oder so. Also ich gehe davon aus, dass er halt wirklich klettere war und abgestürzt ist. Okay, mir ist jetzt gut, dass mir hier jetzt irgendwie. Ah, da vorne. Gucken wir mal raus. Keine Ahnung, wo wir dann sind. Okay. Hä? Hey? Ist der überhaupt nicht weiter? So, erstmal. Ja. Aber ja, nichts ingezeichnet irgendwie. Okay. Gehen zumindest mal noch weiter. So, packen wir das Ding weg, genau. Die Hände frei haben. Tür. So, zu hupsen. Hopp, ups, der will nicht. Jetzt hat. So, da runter. Ah, da sind wir. Wir sind wieder am Tor von der Höhle, ne? So, jetzt sind wir hier. Also, da sind wir vorhin eine Weile reingegangen. Sag mal her, wo ist denn das da oben? Ja, okay. Also, wohin es hinausgeht, dann. Ja. Ne, warte mal, wir sind innen drin, oder? So gehen wir. Da sind wir gerade runtergeklettert. Wir sind jetzt innen drin. Jetzt, so geht's hinaus zum Ding. So, hopp, jetzt. Also, wie machen wir das, Leila, klar. Oh.
top. Wir müssen's. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Es war wohl ein Unfall, ob ich... I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. Hm. Es... I'm sorry. Sorry, es tut mir leid. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. It's... Nee. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Tag 79. Okay, wir packen unsere Sache wohl in. Jo, pack deine Sachen ein. Schätzen wir, dass das Feuer außer Kontrolle gerade ist oder was? Dass man das hört. Passiert nehmen wir mal besser mit. Ist jemand? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Yeah. Is this the Flapjack fire or the site fire or? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? Na, über how alles. This stuff is connected. The alles. Surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's got to be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. Hey. I wouldn't even Moment, know Moment, begin. Moment. Das Ding hat wieder Signal aufgenommen. For starters, I guess you could find the source of that signal. Okay, man hat's wieder gehört. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. Okay, okay. Yeah, it could also be whoever was listening Vielleicht to us. Hier whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Right, look, okay, if something happens, alles inpacke. I'll remember you. Wow, danke. Ich hab aber ja, eigentlich gedacht so Plan B irgendwie, ja. Okay, I'm probably gonna move to Canada. Ontario maybe. No, I meant if something happens to me. Right, if you don't find out who made the tape and I have to hit the road. Forget it. Be safe, Henry. Hopp. Und gut, dass man alles hat. Oh, es muss mit. Das ist auf meine Frau. Es muss mit. Ist schon. Mal alles. Ich weiß. Okay, überlege. Wir haben Leute, die uns überwachen. Oder irgendjemand überwacht uns. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle zusammenhängen, ne? Irgendjemand überwacht uns auf jeden Fall. Der, wo uns überwacht, also hört uns ab. Ne? Wir haben jemanden, der uns abhört. Wir haben die YPD Station, die uns, ich schätze, dass es die waren, die uns überwacht haben. Ne? Und wie wir jetzt gestern in der YPD Station waren, haben sie eine No-Fire gelegt. Das ist jetzt das Fire, was jetzt halt, ne? Keine Ahnung, weil wir was rausgefunden oder was? Ich habe keine Ahnung. Ne? Dann haben wir jetzt die Sache mit Brian Goodwin. Oh, aber okay, das jetzt zusammen oder so? Ich weiß nicht. Okay, das ist auf alle Fall Mo.
Jetzt ist auf alle Fälle mal Richtung Weste. Weste wäre... ja, keine Ahnung, nicht so richtig Weste halt. Das kann überall sein. Okay. Was ist das Flugzeug eigentlich? Jetzt ist eher eine Hubschrauber. Aber alter Schwede, ist schon alles zu genevelt geracht. Und machen wir noch ein Foto, ne? Haben wir eh neue Gehemisse oder wann? Keine Ahnung. Ah ne, halt müssen wir gehen. Dann machen wir noch ein paar Fotos. So, jetzt erstmal ruhig. Es kann halt sein, dass es einfach wieder ein Hirsch ist oder irgendwas, aber in der Station war halt das Klemmbrett mit den Aufzeichnungen über uns, mit den Berichten über uns, über mich, über Delilah. Was ist das für ein Geräusch? Okay. Ich glaube, hier komme ich nicht durch, oder? Ne? Ja, so? Ne. Kopf muss ich rum irgendwie. Ich bin ja nur froh, dass die Mädels aufgetaucht sind, die zwei, weil hätten wir noch einen Mod angehängt kriegt vielleicht oder was. Ah, die Leila, aber warum hat sie es aber auch nicht gemeldet? Welche? Ich meine, die Sache hat sich jetzt erledigt, Mädels sind wieder da, alles klar. Mann, ey. So, irgendwie auch nicht durch. Ah, jetzt hier. So, okay, wo geht's da hin? Jetzt haben wir hier, zum Lake, Jonesy Lake halt. Okay, wir rennen mal ein bisschen, so. Ich meine, es wird halt heiß, ne, ihr Leid. Vielleicht kann ich das schon wieder Flugzeug geben. Okay, das sieht hier aus, ne, alles voller Rauch und alles, ey. Ich würde doch hier nicht mehr rumlaufen, so ist das. I think I'm getting close. All right. Well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just Brian. I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north, far, past where you found that cutback in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Also es scheint irgendwo das Ding da oben irgendwo zu sein, aber ich komme halt mit Nuff, ne? Mal her. Ich schätze mal, dass man da ja, um de Berg drumherum ist. So, also. So. Bam, 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 bam. So, weiter geht's. Rechts. Ich werde immer rechts rumgehen, bis man irgendwas sieht. Okay, auf alle Fälle schon mal näher. Hier müssen wir doch, aber wie soll man da den Berg da hochkommen? Okay, da muss es sein. Irgendwo muss doch da was sein, da oben war. Ah, da oben ist irgendwas, da ist was. Someone left a rope for me to climb. Okay. I'm down near the lake. There's a tracking collar. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god. Okay. Sick. Yeah, hi Henry. Hey, you better find this before it burns up. Ah, nett. Okay. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. Moment, warum kennt ihr meinen Namen? Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for fuck's sake. Ah, das war der mit der Taschenlampe. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell and I ran out of books. But I got that antenna rigged up and Delilah, she's a record you don't gotta flip.
I kind of get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out. And that's right when everything went shithouse with you two. Was? Was redet ihr? You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know, I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just... He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions, and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. Er hat ihn nicht umgebrungen. Leila, ja. You need to get back here. Es war Unfall. They say oh, the helicopters are making rounds. Okay. Alter Schwede. Mir tut nicht gerade so leid. Aber dann mit seinem Sohn, wusste halt nicht wie und so, aber ey Mann. Ja, aber. Aber warum? 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 Warum guckt er nicht no, wenn der Sohn hoch in den Haut? Warum guckt er nicht no? So. Aber jetzt zu spät, um warum zu froh. So, wir haben aber gerade angezeigt, dass man da irgendwo nach Ned Goodwin Ausschau halten soll, also nach seinem Unterschlupf. Was ist das? Ein Schild? Ist schon drüber? Hä? Nee. Improvisiert, Luke. Ist das. Das ist sei Heisel, wo er. Okay. Ich muss erstmal Fotos machen, ja. Also. Wohin ist Delilahs Wachturm oder was heißt das? Okay, er hat also. Er war unserem Sohn Klettre. Sohn ist abgestürzt und gestorben und er ist. Komplett aus. Er konnte mit der Situation umgehen. Er hat sich dann verkrochen. Er hat sich nicht mehr getraut, hat er gesagt. Er hat sich nicht getraut, hinzugehen und seinen Sohn zu retten oder was weiß ich, irgendwas. Der Kerl hat halt Schuldgefühle gehabt wie nix. Der Kerl hat halt einfach Schuldgefühle gehabt wie nix. Hat sich nicht mehr getraut, in die Höhle zu gehen, nix mehr. Und hat sich dann hier verkrochen und hat dann 3 Jahre lang im Wald gewohnt. Einfach im Wald. Und was ist das so? Getippter Berichtsentwurf? Sag mal her. Zielperson Delilah A. Alter 43, Übersicht, Programmstatus, bla 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 bla. Beobachtete Eigenschaften, bla bla, charismatisch, eigentlich relevante beobachtete Tatsachen. Völlig. Ja, jo. Das sind doch die Berichte, wo er dann getippt hat. Ich gehe davon aus, dass er die Berichte dann getippt hat, weil er halt, wie er mich gesehen hat, ist er wieder ausgeflippt. Er hat halt ewig lang keiner mehr gesehen oder nicht gesehen, wo er von einem, sagen wir es mal so, ne? Und dann hat er irgendwie, aber warum? Er hat uns wohl probiert, dann irgendwie, dass man abhaue oder was? Na, wahrscheinlich hat er uns dann nur spioniert und sowas. Wollt wahrscheinlich, dass man abhaue. Komm. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Delilah? Hallo? Okay. Infos zur Forschungseinrichtung. Ist das? Infos zur Forschungseinrichtung. Einbruch in Wapiti Station. Zaun im Norden. Ungesicherter Eingang. Turm im Süden. Personal kommt am 10. August wieder.
zu erledigen. Geliehene Geräte zurückbringen, Hinweise auf Henry und Delilah vernichten. Ja, ja, ja. Das ist einfach nur stinknormal, die YPD Station. Das war einfach eine stinknormale Station, die ihm halt gerade gelegen kommt ist. Henry, Eigenschaften Mist, bla bla bla. Schuldbewusst, okay, das sind einfach Dinger, wo er die Berichte selber geschrieben hat. Uff, eine normale Schreibmaschine noch, ne? Sag mal her, was ist das hier? Ja. Mist. Ja, der hat zuvor eine normale Schreibmaschine geschrieben, ihr Leid. Falls er, ja, er hatte wahrscheinlich Kaffeeflecke drauf gemacht oder was. Das wäre Mist so, oder Schreibfehler drin. Ja. Der hat zuvor eine normale Schreibmaschine geschrieben. Sprich, wenn er irgendwo Fehler macht, dann bleibt ihm halt nur übrig, dass er, mit Tippex ausbessert und jeder kann sehen, dass er ausgebessert hat. Tippex ist, ne? Oder halt einfach nur mal komplett neu schreiben, ne? Der hat keinen Computer. Es ist eine stinknormale Schreibmaschine. Also Computer schön gut, brauchst dann aber einen Drucker davor, ne? Also er hat das alles mit Schreibmaschinen getippt und durfte es dann wahrscheinlich 100 Mal tippen, bis er es dann richtig kann hat. Hier, verdammt nochmal. Also, er hat sich doof verschrieben. Supervisor S irgendwas hat sich bei SSE, soll es glaube ich heißen, hat sich doof verschrieben gehabt. Das wäre fluchte dann so und durfte es dann nochmal machen. Ja, der wollte uns wahrscheinlich Angst in ja, oder mir auf alle Fälle, dass ich da halt nicht mehr hingehe. Aber, oh, das war, oh, der Typ hat halt schon ordentlich in der... Ne? You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. This boombox looks familiar. From the girls. Das ist der von den Mädels? Yeah. Ja. Ja, ja. Ja. Batterie. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. Hm. Okay. Mal gucken, was man sonst noch so findet. Da tut man irgendwie. Ja, natürlich tut er mal auch genauso leid. Hey, der. Was ist so Vorratsliste? Winterbedarf 1989, 50 Kilo Propangas, 5 Meter Brennholz als Reserve, 200 Kilo Nahrungsmittel, 70 in Basis, 130 vergraben, aber wahrscheinlich welche Beere oder so. 3 Winterjacken, 3 neue Laken, 25 Streichelschachteln, 25 Bücher, 90 Ampere Batteriestrom, Ampere Stunden, Socke, viele Socke, Stiefel, Isolierband, vielleicht Hirschfell. Gewichtszunahme bis Sommer 15 Kilo. Der hat halt, okay, der hat geschrieben, oder gesagt, dass die Winter hat, und der hat halt wirklich, halt einfach, das ist mal Realitätsflucht, was das, die, ach, die haben Sau, hey, das wünsche ich Cam, so Scheißdreck zu lesen, also, oh, das ist halt, ne, Vatertagskarte. To a red bad mega dead. Mann. Scheiße. He, God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. Brian was a nice looking kid. Yeah. Er hat jetzt nicht seinen Sohn auf dem Gewissen gehabt. Ja, aber nee, welche, es war halt ein Unfall. Ja, er hätte nur gucken müssen, was ist denn das hier? Funkprotokoll? Er hätte nur gucken müssen, dass er der Hoge gescheit in die Wand hin macht. Im Notfall selber nochmal nur gucken, aber. Mann, ey. Er macht mich fertig. Also, ja, jetzt. Alter, später. Protokoll. He wrote okay. down everything he did to us. And everything he did every day. He was scared shitless. Sag mal her. Lesen, lesen, lesen. 16.07.89. Risiko zu groß. Niemand wird glauben, dass B glücklich war. D und 2F weniger glaubwürdig erscheinen lassen. Was? 2F verrückt? Wie? Frau? Kein guter Kerl. Mutter B ist wieder da. 16.07. Sie haben mich gehört. Völlig überzeugt, dass sie abgehört werden. Ausnutzen. 2F? Was? B?
B ist vielleicht Brian oder was? D ist Delilah und 2F. 2F, verrückt, Frau, kein guter Kerl. 2F ist auf alle Fälle Kerl, das müsste eigentlich mir sein, ne? Wer ist Mutter B? Bin ich überzeugt, dass sie abgehört werden, ausnutzen, ne? 16.07.89, Berichte abgeschlossen. Dafür sorgen, dass sie sie finden. 16.07.89, 2F hätte mich beinahe in der Einrichtung erwischt. Das war bei TD Station. Berichte haben funktioniert, Gespräch aufgezeichnet, als Druckmittel nutzen. 17.07.89, 2F hat Vorräte gefunden, Schlüssel weg. 2F darf B nicht finden. Ach, B ist Brian. Und 2F bin ich. Warum? Ich weiß nicht. Er darf Brian nicht finden. Warum will er nicht, dass ich den Brian finde? Hat er so... Niemand wird glauben, dass B glücklich war. Nee, der ist halt einfach... Er wollte halt einfach mit seiner Schmach, mit seiner Scham, dass er als... Ach Mann, es war halt ein Unfall, ne? Ob. 14.03.89. Erster Ranger war am Jonesy Lake Fliegenfischen. Nicht vergessen, was gegen Stechmücken besorgen. 24.03.89. Mutter Bea auf Morgenwanderung gesehen. Das ist, glaube ich, wirkliche Bea. 30.03.89. Verregnete Woche. Wasservorräte gut. Forellen geräuchert, während keine Wanderer da waren. 5.04.89. Geburtstag von Brian Goodwin. Erster Ranger in diesem Jahr gesehen. Dann die Basis. Hat er seit 2 Wochen nicht verlost. Dann seit 3 Wochen nicht mehr Lagerkoller. 30.04. Große Wanderung morgen. Vorbereiten. 1.05. Ach ja, okay. Neuer Brandwächter 2F. Henry 2F. 2F beim Verlassen der Höhle gesehen. D will Liste, also Delilah will Liste von Wanderern anfordern. Vergisst sie eh wieder. Ja, es kann gut sein. Okay, wir haben also jetzt, okay, wir haben von hinten nach vorne gelesen quasi jetzt. Okay, dann lesen wir ab jetzt von vorne nach hinten. So, sprich die rechts so nennen. Also das war jetzt, der hat uns im Mai so nach Beartooth Point gewandert, Fernmeldeleitung durchtrennt. Ach, das waren gar nicht die Mädels. Das war er. Er war... Und dann hat er dann die Buchse von den Mädels hier, damit man denkt, es sind die Mädels oder was? Alter. D hat Liste von Wanderern nicht angefordert. Antenne für Empfang von 2 Frequenzen neu verkabelt. Kann D und 2F gleichzeitig hören. 2F an Höhle vorbeigewandert. Scheint Interesse zu verlieren. Ah, okay, okay. 2F, Jules, Julian, Julia. Ah, das war da, wo man nachts die Frau gedenkt hat, dass man mit der telefoniere, sowas, wo man im Schlafdolle-Kopf so. Okay, Henry ist ein guter Kerl. Mutter Bär seit 2 Monaten nicht mehr gesehen. 30.06. Delilah wieder betrunken. Okay. Am Anfang hat er gesagt, ne, ich bin ein Depp, weil was für sich was. Und jetzt, zumindest, ich bin ein guter Kerl so. Er schreibt halt da auf der Mutter B. Also ich glaube, es geht hier wirklich um Beere. Deswegen hat er, glaube ich, seine Essensvorräte vergraben. Hat er ja gesagt, 70 hat er so und 130 vergraben oder so. So, weiter geht's. 3.6.89, Unterkunft suchen, nicht vergessen. Umzug der Pfadfinder wegen Feuer. 15.07.89, verbockt. Will nicht weggehen. Nicht vergessen, Vorräte wegen Umzug verstecken. D und 2F vermuten Verschwörung. Lustig, aber fatal. Beobachten und Aufbruch vorbereiten. Ideen. Mit Berichten anfangen? Sämtliche Kommunikation aufzeichnen. Turm von D verwüsten? Na, besser 2F verwanzen. Funkabhörgerät basteln, Uni-Forschungseinrichtung verlagern, gegeneinander ausspielen. Alter. Okay, er hat definitiv eine Klatsche gehabt, aber so richtig. Ja, er hat Delilah ja gesagt, Vietnam-Veteran, irgendwie sowas. Deswegen kann er hier 3 Uhr wahrscheinlich überleben oder so. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Mm. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. He could see my lookout. So einfach, ey. Vielleicht ein Foto machen. Ding, ding, do. Also er hat definitiv eine an die Klatsche, also so richtig halt, also ne, dass er halt, er wollte auf keinen Fall, dass mir rausfinde, dass er auf seinen Sohn nicht Obachtbasse gekannt hat, das hat er sich zumindest ingeritten, ne, dass sein Sohn tot ist und
Ne? Und dass man auf keinen Fall den Sohn findet, hat er geschrieben hat. Und super jetzt. Ne? Dann hat er sich ganz scheiße da überlegt. Hey. So, wo sind wir dann hier? Da unten. Nicht Goodwins Kämpfer, mit Bunker. Bunker. Ja klar, ist aber eigentlich ein Bunker gewesen. Und immer hast du so nicht gesehen. Okay, ich muss also einfach wieder zurückgehen. Dann Norden, immer rechts, rechts, rechts gehen, bis ich irgendwann nach Osten weitergehe. Okay, ich muss ja wirklich noch ein bisschen umgucken. Wiehaufe. Sollte man vielleicht ein Foto noch von der Klappe machen, weißt du? Ja, also ein Foto halt von der Klappe machen, dass man auch sieht, wie der Bunker da, was sich gebaut hat. Hier, ist das doch voller Rach und alles. Hopp. Vielleicht, so, vielleicht noch ein bisschen so, wir müssen zurück, wo wir herkommen sind. Wo sind wir denn herkommen? Sind da die Wiesbrunner, oder? Ich muss auf alle Fälle, wie gesagt, den Nunner. Eher so Süd-Südweste so, also einfach Nunner wieder, wo ich herkommen bin. So, fertig. Ich gehe oben rum, ne? Durch die Thunder Canyon so. So gedenkt. So, also da bin ich hergekommen. Bin einfach wieder zurück. Ne, wollte mir da nicht mehr von, hey, es brennt mir nicht mehr abgeholt. Okay. Ich meine. Es ist so jetzt schön, dass wir Beweise haben, ne? Dass wir nicht das Feuer gelegt haben oder was weiß ich was oder so. Also hat ja einer angerufen und hat gesagt, hat sich unter meinem Namen, ne, gesagt, dass die Leila was weiß und sowas. Und okay, also mit dem Zettel haben wir ja mitgenommen, ne, in allem und Fotos, wo ich jetzt gemacht habe, sollte eigentlich relativ klar sein, dass mir halt der Ned Goodwin war, der vertusche wollte. Dass das Sohn in der Höhle leid. Tot. Okay, ich muss. Luna. Rechts irgendwie so. Also. Was ist so hier? War ich denn nicht schon? War das nicht da, wo letztens der Waschbär war oder so? Ja, da vorne auf dem Holzbosch, da war da. Da war der Waschbär drauf. Ja, okay, dann weiß ich schon, dass es schon mal rechts nicht weitergeht, oder? Naja, komm, dann machen wir. Ich muss da links drum rumlaufen. Bist du jetzt irgendwo? Da, guck. Da hinten? Nein, passt. Hopp, wir gehen zurück. Wir sind sicher, Delilah und ich, aber... Ah, hopp. Komm mal rein, weißt du? Ned ist jetzt halt abgehauen, weiter in die Wälder, steckt sich weiter. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. There wasn't ja, genau, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ne, aber but I'm not. He was a sweet kid. Ja. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Ey, er hat eine geliebt, hey. Ned loved him. He still had his photo, you know? I don't want to hear it. He obviously didn't want to forget him. He just didn't know what to do. Henry, not knowing what to do isn't okay. When you're supposed to look after someone, you figure it out. Yes. And Ned Goodwin is a shithead who is incapable of figuring anything out. I'm sorry. Yeah. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. Oh, I hope macht jetzt kein Vorwurf da irgendwie. You didn't do anything wrong. You said it yourself. It was Ned's job to look after him. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. Is that a helicopter?
Yeah, hold on. Hey. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Ich bin noch ein bisschen weiter, Gube, ja. Wir kommen, jo, mach dich fest. Okay. Ein bisschen Verluft, so, ich müsste jetzt da sind wir durch, da ist der Weg hingezeichnet. Jetzt muss ich einfach nur rechts gehen Richtung Osten. Osten durch den Thunder Canyon. Ja, okay. Ich kann nicht, ich muss die Karte wegmachen, jetzt. Wart. Das ist super. Sorry, ich war zu spät, du kannst die Karten nicht, du hast ja links die Karten in der Hand, ne? Zu spät. Okay, also einfach weiter in der Oste, durch den Thunder Canyon und GB. Naja, jetzt guck. So, wir sind da oben jetzt da. Links ist Jonesy Lake, rechts einfach Thunder Canyon entlang. Nee, nicht nur Nord, das ist die Waipiki Station. Da gehen wir schon mal gar nicht hier. Da in der Oste. Dann links gucke, bis wir an so einem Krabbel-Dingsbums sind. So, wir rennen mal ein bisschen, dass wir vorwärts kommen. Ich renne da unten im Bach besser, oder? Ah, ja. Ja. Ned hat immer noch... Er kann einfach kein... Also... Ich will jetzt also Verantwortung übernehmen, sowas. Er hat es versucht nach seinen besten Möglichkeiten mit seinem Sohn halt, aber hat er ja gesagt, es ist halt nicht mit dem Sohn immer angeln gehen, sowas. Ist halt am hoher Arschloch, Sohn oder sowas. Und damit ist er nicht klarkommen. Sorry, ich mache jetzt noch ein Foto von mich halt. Noch zwei auf. Er ist halt einfach nicht mit klarkommen, mit Erziehung und so. Er wollte halt mit seinem Sohn connecten und so. Und deswegen war ja das Wannere. Und das ist halt das Einzige, was er kann, da drüber halten. Das war halt gar nicht das, was der Sohn wollte. Wahrscheinlich der Sohn, welche Dungeons und Dragons oder wie er gesagt hat, halt spielen wollen und die Zeichen und sowas. Und er konnte damit halt einfach nichts anfangen. Ich muss doch irgendwo da noch links, muss man irgendwo hochklettern. Ja, und jetzt kriegt er es halt selber nicht hin. Ich meine, was will er machen? Wenn er zu der Polizei geht und sagt, hey, ich habe mein Sohn ist halt tot, so und so ist es passiert, dann finden sie alles schön und gut. Es wird auch nichts weiterbringen. Dadurch kommt sein Sohn halt auch nicht zurück. Also, ich weiß nicht, kommt er in den Knast vielleicht oder was? Oder kommt er nicht in den Knast? Weil ich selbst wenn er in den Knast kommt, es wird jetzt auch keinen Unterschied bei ihnen machen. Ob er im Knast ist oder nicht, weißt du? Ihm geht's eh schon dreckig, der hat schon... Ist halt ja, aber er drückt sich halt weiter vor der Realität, er ist halt weiter einfach abgehauen. Er ist einfach nur wieder abgehauen in den Wald und... Ich weiß halt nicht, wie ist das mit seiner Mutter? Also mit seiner Frau oder so, wo er halt den Sohn zusammen hat. Lebt die noch? War die vielleicht gestorben oder was? Ich weiß nicht, hat die Leila am Anfang bestimmt gesagt, aber oh, weiß ich nicht mehr. Oder halt Tante, Verwandte, irgendwie sowas. Vielleicht, ne, die gehen ja davon aus, die sind halt verschwunden scheinbar. Ja, vielleicht wäre es dann doch nicht schlecht, wenn die zumindest wissen. Ich weiß nicht, ist es besser zu hoffen, dass du verschwunden bist, dass du abgehauen bist oder irgendwas? Oder zu wissen, dass er halt tot ist? Oh ey. So, da oben muss ich hin. Delilah. Einfach nach Norden. Bisschen weiter rechts dann. Also Norden, Nordosten, so grundsätzlich Norden. Nordosten ist aber auch in Ordnung. Geh weg, du Bahn. So. Ja, das ist nix. Das geht, glaube ich, zu weit. Ja. Was sieht's doch aus, hey? Sieht's doch aus, aber du musst mir eigentlich nochmal. Noch ein Foto machen wollte ich gerade sagen. Das Gebimmel da jetzt hier. Ah ja, das Schild. Supply Shop und Thoroughfare, da müssen wir hier. Hm.
hoffe, ich renne jetzt nicht die ganze Zeit. Oder? Ja, ne, ja, da bleibe ich hier hängen. Da, hopp. So. Immer noch. Ja, passt soweit noch. Moment, warte. Das Supply Drop, da sind wir schon mal hingelaufen. Sind wir schon mal hier gelaufen? Ist scheißegal, einfach Hauptsache Norde, welche? Hauptsache Norde und gut ist. So, schon wieder Hubschrauber irgendwo. Schöne doch. Ah. Wow, ja, guck ich mal. Ja. Also, Mann. Ja, es ist. Gerade scheiße und wir müssen hier eigentlich weg, aber. Also Arztal haben sie drauf, die machen. So, hier geht's weiter. Normalerweise zwei so Dinger, das sind da, wo man. Ober, ah, das ist die Schnur da oben. Oder Rucksack drauf oder was? Ah ja, das ist das. Der Krane, wo er bauen wollt. Wo er noch den Plan gemacht hat. Also der Brian. Und da haben wir ja da einen Rucksack gefunden und da waren die Seile drin. Deswegen konnte man ja dort oben weiter runtergehen. Also das waren die Seile da oben am Felsen. So, weiter hier drüber, jetzt aber flott. Ich muss nicht so flott machen. Ja, man kann glaube ich nicht runterfallen, aber habe ich auch keinen Bock drauf. So, jetzt hier, jetzt pass auf, wacht. Folkstar Thoroughfare, da müssen wir hin. So, wir müssen richtig, also einfach. Meine Huf, jetzt wird der Laila. Wissen Sie jetzt schon, der Hubschrauber ist schon da und hat sie schon abgeholt. Also, sie ist schon. Ist jetzt, glaube ich, schon nicht mehr da. Hopp. Ein paar Andenken machen. Kamera weg, mit Kamera kann man nicht rennen. Also ich. Also Henry. Ja, guck mal, da ist die. Ah, da oben ist ja Turm, guck. Die Seilbahn, wo sie gesagt hat. Ne? So. Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Seilbahn in. Delilah, ja, ob die. Hallo? Delilah? Naja, die ist schon weg. Die hätte eigentlich jetzt die Obade kennen, ne? Ich meine. Ja. Wenn der Hubschrauber Zeit hat, um uns zu holen, dann wird es jetzt. Obwohl jetzt nicht direkt akut, also dass sie jetzt sofort anfangen können zu brennen, so. Aber sie wollte halt. Sie wollte halt gehen. Ich kann's auch verstehen dann. Irgendwo, okay, das ist hier. Bei der Delilah. Sieht bei uns aber schöner aus, wie mehr Bäume. Ne? Also alles voller Felsen. Scheiße. Oh, guck mal, Plumpsklo. Yay! Wenn ich ob es auch Baseball drin hat. Also, ich guck mal nicht, ob es Baseball drin hat. Aber, komm, hopp, auf. Have a good time. Oh, was ist das? Hä? Nicht mehr ins Web, ne? Klobrollerhalter oder so. Oh, guck mal, sogar Blimmische hat sie. Schön. Cool. Ja, hopp, dann. Was ist auch los? Nicht so schön. Also Baseball im Abort. Ist das da hin? Oh, guck mal. Da steht ein Flugzeug. Okay, das ist. Müssen wir ein Foto machen? Zack. Das ist bestimmt so senkrecht starten. Das sieht nur so aus, als würde das stehen. Hopp, ja, noch zwei Fotos. Wie sieht das jetzt aus, wenn uns jetzt einer drin ist? Wir rennen nur mit der Kamera vom Gesicht rum. Aufnehmen. Viel größeres Bett wie mir, guck mal. Ey, die hat.
Die hat sich das Schild geklaut, das Pork Pond. Also das ist, wie haben sie es genannt? Die deutsche Übersetzung, irgendwie Schweinestall oder sowas. Ja, also, ne, so Schilder, wo ihr dauernd geklaut wäre, ne? Hat sie sich mal eins geklaut. Immer weg, du scheiß das. Die Killer, was hat noch eigentlich an? Aber ey. Okay, alles klar. Kurze Hose, Bart. What we know, weiß und kurze Hose. Traurige Aue, ja, hab ich schon gesagt. Oder müde. Ja, also. Muss nur noch ein bisschen üben hier. Boah. Dieser Künstlerin. Nehmen wir mal mit, wenn sie es schon nicht mitgenommen hat, ne? Hier schon noch. Die haben was kann. Gucken wir so Letterbald oder so, Verwasser oder so. Aber sie hat gesagt, sie ist nicht viel wandert, sondern sie huckt halt da rum, ne? Was ist das? Ist das der Teddy? Ist das der Theodore Roosevelt? Kurz was Rätsel. Hello, is anybody there? Ich hab nicht so krasses gehabt. Hi. Yeah, it's me. Ah. Hi, I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red, Colorado plates. Mm-hmm. Yeah. It's a piece of shit. Ey. Und? It's better than whatever you drive. Deiner ist bestimmt auch scheiße, so. What do you drive? A piece of shit. Well, there you go. Wow. Well, I think there's a raccoon living in yours. Make sure he's comfy, I guess. Schief hat er, ne? It shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? Also, nimm mich zurück, ne? And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you. Sure. All right. Sure. Maybe. Also, sagen wir hier, was haben wir dann? Mitkommen? Nee. Seelen? Nee, garantiert wäre sie kein guter Psychiater. Maybe move to Santa Fe. Ja. Open a jade emporium with your sister. I'd be trading cute ski bombs for a yoga retreat. Jade emporium. Maybe that's not all bad. Plus the margarita situation. I mean, yeah. So what about me? So, yeah. I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I am. Yeah. You gotta go see her. Yeah. Yeah. Sure. Yeah. Henry, I. You came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. Man, sie wird mich wahrscheinlich nicht erkennen, aber ich gehe zu ihr, aber sie mich nicht erkennt. Right. Ich gehe zu ihr. Good. When I get back, maybe I could. We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just a. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Pause im Flur der Zeit. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah. Well, you should try to take her advice, yeah, too. Yeah. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. Yeah. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank. Bye.
schnell, Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber. Bleib mal Foto gemacht. Ja, dann mach ein Foto. Ah, super, ist eh nichts mehr. Ja, wir müssen auf alle Fälle zu unserer Frage, weil einfach abhauen, weißt du? Dann machen wir genau das, was der Risa Goodwin, nicht Goodwin gemacht hat. Einfach die Realität verdrängen. Ja, kann schon machen und so, aber mein Fall, ey. Das wäre eigentlich mal das Flugzeug. Ja, alles verknüpft. Das wäre so. Ja, wir müssen es nicht fragen. Ich hab selber kein Kinder. Oder kein Kind, kein Kinder, kein gar nichts. Ne? Aber ihr haut's halt immer die fies weg, wann's irgendwie um Kinder geht. Mit Kinder und so. Wir sind halt hergekommen, um zu vergessen, unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen. Und jetzt hat es uns halt. Ja. Ja, ich muss jetzt zurück. Ja, sorry, ihr Leid halt, ne, dass ich. Ja. Mir zieht's halt immer die Fies weg, wenn irgendwas mit Kinder ist irgendwie so. Und ich bin halt da nur am Wasser gebaut hier, gerade mit Kindern. Oh. Ja, auf alle Fälle, hey, war ein geiles Spiel. Kann man nicht anders das sagen. War ein geiles Spiel. Es ist halt kein Mystery und Horror und Staatsverschwörung gewesen. Es hat sich dann halt aufgeklärt, okay, es ist was ganz anderes gewesen. Weißt du? Also es hat sich alles, es war halt ein Dip gewesen, ne? Aber, oh guck mal, das bin ich. Das war da, wo wir den Rucksack genommen haben, gell? Und, oh guck mal, das ist noch ein Brian, noch, ach, das sind die Fotos, wo noch drauf waren. Ah, krass. Hopp, ihr Leid. Der Zeit für die Verabschiedung, glaube ich. Ja, hier kommt jetzt Danke fürs Spielen. Ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt. Schalte Moje wieder in, wenn wir was anderes spielen. Bis dann. Tschüss.